Relativpronomen. In der heutigen Lektion erkläre ich dir, wie du die Relativpronomen deklinieren musst, wann du sie verwenden musst. Ich erkläre dir auch, wann eine Präposition vor das Relativpronomen kommt und ganz wichtig, wie du den richtigen Fall des Relativpronomens bestimmst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal erkläre ich dir die deutsche Grammatik auf eine einfache und leicht verständliche Art und Weise. Wenn du noch Probleme mit der Grammatik hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal. Wir lösen diese Probleme gemeinsam. Im heutigen Video erkläre ich dir die Relativpronomen. Relativpronomen, das sind zum Beispiel der, die, das oder welche. Sie stehen immer für ein bereits zuvor genanntes Nomen und der folgende Relativsatz gibt eine zusätzliche Information an zu diesem Nomen. Relativpronomen musst du aber auch deklinieren. Und wie genau das funktioniert, das erkläre ich dir jetzt anhand meines E-Books. Die Deklination der Relativpronomen. Die funktioniert sehr, sehr ähnlich zu der Deklination der bestimmten Artikel. Du siehst das hier schon im Nominativ, ist es exakt identisch mit den bestimmten Artikeln. Auch im Akkusativ und auch im Dativ Singular ist es exakt identisch mit dem bestimmten Artikel. Und im Dativ Plural und im Genitiv hast du die Grundform auch gleich, denn du weißt ja, den im Dativ Plural als bestimmter Artikel und du hängst hier einfach noch ein en hinten dran. Und im Genitiv machst du genau dasselbe. Du nimmst die Grundform des, der und hängst ein en hinten dran. Beim s musst du aufpassen, das verdoppelt sich, weil sich sonst die Betonung ändern würde. Deswegen dessen mit Doppel-S. Aber das Grundprinzip ist en hinten dran an den bestimmten Artikel im Genitiv sowie im Dativ Plural. Anstelle von der, die und das, also Relativpronomen, kannst du auch welcher benutzen. Auch hier musst du ganz einfach die Endungen der bestimmten Artikel anhängen. Der, welcher, das, welches und so weiter. Worauf du achten musst, im Genitiv gibt es welche nicht. Also da musst du diese Variante hier benutzen. Kommen wir nun zu dem Punkt, wie bestimmst du das richtige Relativpronomen? Nehmen wir unseren Beispielsatz hier. Das ist der Mann, der einen Ferrari hat. Als erstes musst du immer schauen, auf welches Nomen bezieht sich das Relativpronomen. Also, welches Nomen ersetzt es? Der Mann, hier genau das wird ersetzt. Dann schaust du, welchen Genus und Numerus hat das Bezugswort. Also maskulin und es ist Singular. Der Mann, maskulin, Singular. Und als letztes schaust du, welchen Fall besitzt das Relativpronomen. Achtung, im Nebensatz. Die Antwort ist Nominativ. Also das Pronomen ist vom maskulin, Singular und Nominativ. Worauf du achten musst, ist, der Genus und den Numerus bekommt es vom Bezugswort, den Fall aber von dem Satz, in dem das Relativpronomen steht, also von dem Relativsatz. Relativsätze behandle ich morgen im nächsten Video. Wenn du das Video später ansiehst, findest du es hier in den Infokarten. Und Relativpronomen gibt es auch mit Präpositionen. Da musst du dann die Präposition noch vor das Relativpronomen setzen und grundsätzlich musst du das dann machen, wenn sich das Relativpronomen auf ein Nomen mit Präposition davor bezieht. Schauen wir uns das an ein paar Beispielen an. Da kommt der Bus. Wir warten schon so lange auf den Bus. Das wäre das Ganze als zwei Sätze. Und wenn wir das etwas schöner ausdrücken, da kommt der Bus, auf den wir schon so lange warten.
Hier haben wir das Relativpronomen den und das bezieht sich auf Bus. Aber hier in dem Nebensatz ist es, wir warten auf den Bus. Und dementsprechend kommt das auf hier noch davor. Denn wir warten schon so lange auf den Bus. Warten auf den. Wir warten schon so lange auf den Bus. Dort ist die Schule. Ich bin früher in diese Schule gegangen. Oder? Dort ist die Schule, in die ich früher gegangen bin. Hier ist es auch der Bezug auf in diese Schule. Denn hier ist es die Schule, aber hier ist es gehen in. Ich bin in die Schule gegangen. Also immer dann, wie es, was es ersetzt. Alles, was dazugehört, muss davor. Also diese Präposition muss mit dahin, weil es in die Schule ersetzt. Dazu kannst du dir auch die Lektion zu den Verben mit Präpositionalergänzung ansehen. Die habe ich dir für meine Website hier unter dem Video verlinkt. Und sobald ich das Video aufgenommen habe, findest du es auch in den Infokarten. Zum Schluss möchte ich dir noch zeigen, wie du den Fall vom Relativpronomen richtig bestimmst. Denn häufig sehe ich bei den Schülern, sie bekommen es hin, dass sie wissen, welches Relativpronomen sie benutzen müssen, aber mit dem Fall haben sie ein Problem. Dementsprechend schauen wir uns das jetzt mal genau an. Am einfachsten machst du das mit dem Bezugswort im Relativsatz. Also der Relativsatz hier ist, das ist der Mann, der einen Ferrari hat. Oder wenn du es als zwei Sätze sagst, das ist der Mann. Der Mann hat einen Ferrari. Hier, die zweite Version ist grammatikalisch auch korrekt. Sie klingt aber nicht so gut, weil man die Wiederholung drin hat. Das ist der Mann hat einen Ferrari. Das klingt nach sehr einfachen Sätzen, die sind grammatikalisch korrekt, aber Muttersprachler sprechen so niemals. Und du siehst hier, in diesem Satz ist der Mann das Subjekt und Nominativ. Dementsprechend muss auch das Relativpronomen im Relativsatz im Nominativ stehen. Schauen wir uns das an noch weiteren Beispielen mit den anderen Fällen an. Wir haben hier jeweils dasselbe Beispiel und das Relativpronomen in allen vier Fällen. Das erste haben wir uns schon angeschaut. Machen wir jetzt im Akkusativ. Das ist der Mann, den wir gesehen haben. Hier, wenn du das austauschst, wir haben den Mann gesehen. Direktes Objekt, dementsprechend Akkusativ. Dativ, das ist der Mann, dem der Ferrari gehört. Der Ferrari gehört dem Mann. Gehören benutzt immer den Dativ und der Mann ist der Besitzer und dementsprechend dem Mann. Mit Genitiv, das ist der Mann, dessen Ferrari kaputt ist. Hier, der Ferrari des Mannes ist kaputt und dementsprechend Genitiv, da es eine Nomen-Nomen-Konstruktion ist. Relativpronomen leiten also immer Relativsätze ein. Wenn du dazu Fragen hast, schreibe hier einen Kommentar unter dieses Video. Ich beantworte alle deine Fragen. Außerdem vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, denn morgen erkläre ich dir auch, was ein Relativsatz ist und was du da beachten musst. Denn Relativsätze können nicht nur mit Relativpronomen eingeleitet werden, sondern auch noch mit wo und was. Also abonniere meinen Kanal und dann sehen wir morgen uns wieder bei dem Video zu den Relativsätzen.